Herzlich willkommen zurück zu diesem spannenden Krieg, wo gerade meine Armee drauf geht, weil ich nicht aufgepasst habe. Das war's mit meinen Söldnern. Diesen spannenden Krieg gegen Polen, Litauen und Dänemark zur Unabhängigkeit von Schweden. Jedenfalls ist es eine echt packende Sache, muss ich sagen. Etwas zu packen für meinen Geschmack. Das Problem ist, ich habe keine Söldner, meine ganzen Söldner haben wir schon angeheuert. Die ganzen Söldner, die wir anheuern hätten können, haben wir schon angeheuert. Die möchten Frieden mit uns schließen, aber... Lass mal sein, du. Was machen eigentlich meine ganzen Vasallen? Wahrscheinlich die interessanteste Frage gerade, die ich mir stelle. Verluste haben wir aktuell gehabt auf unserer Seite. Um die 350.000, auf feindlicher Seite 310.000. Also beide Seiten mit massiven Verlusten bereits. So, was wir jetzt kurz machen ist, wir aktivieren das Sammeln bei unserer Haupt... Ah, die haben meine Hauptarmee zerstört. Ich habe nur noch Söldner. Gut, dann aktivieren wir das Sammeln bei einer meiner Söldnerarmeen. Scheiße. Jedenfalls hoffe ich, dass die sich dann mir anschließen, dass wir dann hier vielleicht ein Comeback feiern können. Das Ding ist, jeder dieser... Söldnereinheiten hat auch einen General. Also jede dieser Söldnereinheiten hat einen General. Das Problem ist natürlich, wenn mir jetzt hier keiner folgt. Ah, hier. Das ist auch wieder interesting. Also das sollte eigentlich ein Sieg werden. Also wenn wir das auch verlieren, dann weiß ich jetzt irgendwann nicht mehr weiter. Ja, also da haben wir den deutlich besseren General gehabt. In dem Fall hat den auch richtig wehgetan. Sehr schön. Immerhin mal wieder ein Sieg nach langem. Ah, Rebellen. Das ist schön, dass sie sich um unsere Rebellen kümmern. Dänemark ist eigentlich komplett besetzt. Ich finde es relativ faszinierend eigentlich. Obwohl Dänemark komplett besetzt ist. Dass sie sich hier weiterhin weigern zu sterben. Muss man ihnen schon mal zugutheißen. Kosten militärische Technologien. Naja. Das ist eher alles bis 120%. Na schau mal, die sind doch alle nicht mehr illoyal. Guck mal ganz kurz, was Armeetradition angeht. Konnte doch irgendwo die Armeetradition nochmal erhöhen, oder? Hier war es nicht. Der gute Adel war es wahrscheinlich, oder? Adel, Adel, tralala. Verfall Armeetradition. Armeetradition jährlich. Kostet mich leider wieder Kronland und weniger Absolutismus. Aber gut. Wir müssen jetzt natürlich dann auch wieder ein bisschen... Na, müsst ihr selber. Aber unsere Armeetradition hört sich, das ist schon mal nice. Es gibt sonst noch Kirchenmacht, Moral, Armee, plus 5%. Lass auch nochmal mit rein, wobei... Nee. Nee, wir lassen das so. Gibt es natürlich an jeder Ecke, gibt es natürlich irgendwelche Spinner, die meinen, sie müssten hier ihre... Liebe zur anderen Religion bekunden. Ah, das tut weh. Boah, hat das weh. Alter. Das ist so schmerzhaft, was hier geschieht. So. Wir haben eigentlich so viele Truppen hier, ne? Schweden ist jetzt aber, das Problem ist, Schweden ist komplett besetzt von Dänemark. Okay. Dann nehmen wir das hier. Allein wegen der Armeetradition, weil unsere Armeetradition ist unterirdisch aktuell. Ich habe auch keine Ahnung, was wir jetzt noch aktuell noch dagegen machen könnten. Wir könnten den Verfall verringern. Wäre natürlich eine Möglichkeit. Ja, ansonsten müssen wir jetzt auch erstmal unsere Armee wieder aufstellen. Nee, nicht Söldner anwerben. Regiment. Machen wir mal drei Einheiten mit rein. Genau. Das ist. Das Problem ist, dass tatsächlich jetzt hier durch die komplette Eroberung. Habt ihr keine Kirche? Ah, nee, warte mal, Kirchenmacht war das andere, ne? Egal. Das Problem. Ja, okay. Also, Schweden wird höchstwahrscheinlich surrendern. Das Einzige, was wir jetzt natürlich hier machen könnten. Zumindest mal versuchen, die Gebiete wieder mit zurückzuerobern.
So. General hatte ich sogar noch. Ich möchte keinen Frieden mit euch, Dan. Wir hatten da unten mal was erobert. Ja, meine Untertanen rekrutieren wenigstens alle verzweifelt Truppen. Das ist ja mal etwas. Wir haben Dänemark komplett besetzt. Wieso schafft es Schweden nicht? Wieso schafft es Schweden trotzdem nicht, hier seine Unabhängigkeit reinzuballern? Schweden, Dänemark, eins kann ich euch sagen, wenn ich jetzt mit euch Frieden schließen sollte, das wäre ein Frieden, den könntet ihr euch nicht leisten, ne? Da seht ihr selber. Ich würde euch den härtesten Frieden auferlegen, den es gibt, also. Ihr müsst nicht glauben, dass ihr mit zwei, drei Provinzen wieder rauskommt. Und wir rekrutieren in der Zwischenzeit weiter Truppen. Schaut mir den Koalitionen eigentlich aus. 34, ja, das wird langsam. Hannover, 18.000 Mann haben schlechte Laune. Leute, 18.000 Mann haben dort eine schlechte Laune. Moral, Armeen plus 20%, oder? Wir nehmen die 50 Prestige natürlich. Jetzt haben wir wieder unser Prestige auf Max, das ist sehr nice. Vor allem machen wir diese ganzen Verluste den ganzen Tag mit einrechnen. Oh, wieder diplomatisch. Was nimmst du als Ideen? Wirtschaftsideen. Brauchen wir nicht. Verfall ist Prestige. Das ist auch nicht so wirklich das einzig wahre. Administrative Ideen. Kostensöldner, Unterhaltssöldner, Rekrutenreserve-Söldner. Das ist eigentlich das, was wir machen sollten hier. Administrative Ideen. Weil es komplett einmal die Söldner pusht. Deswegen denke ich, wir nehmen die Söldner. So, die Briten sind auch wieder da. Hallo. An die Briten. So, naja, da oben sind die kompletten polnisch-litauischen Truppen und dänischen Truppen versammelt. Was wir jetzt hier machen, ist die Hälfte auswählen, wollte ich eigentlich sagen, aber... Wie willst du die Hälfte auswählen? Auf nach Poznan? Ja, ja, klar. Immer her damit. Die Briten sind nicht mal in der Lage, die Gebiete zu belagern, Alter. Ihr wollt mich doch verarschen. Doch flachsen. Eieiei. So, Dresden ist wieder in unserem Besitz. Auf nach da unten. Oh, fuck, wo kamen die ja mehr her? Ah, shit. Ah, schade, Marmelade. Okay, der Krieg war vorbei. Wir haben gewonnen. Dänemark gewährt Schweden Unabhängigkeit. Bahulischen an Schweden. Okay. In letzter Sekunde, weil meine Armee wäre tot gewesen. Boah. Alle gehen wieder aus der Koalition raus. Und wir nehmen last but not least. Dieses Unruhe global, das geht doch auch auf meine Vasallen, oder? Ich glaube. Ja, klar, die haben ja auch den gleichen Glauben, klar, natürlich. So, jedenfalls haben wir militärisch echt hart gelitten. Na, adlige Rebellen in Oldenburg natürlich, das passt ja perfekt. So, in der Sekunde, wo ich auswähle, minus 1 globale Unruhe, dann kommen natürlich irgendwelche adligen Rebellen und meinen, sie brauchen unbedingt auch die Fresse. So, was wir jetzt auch noch machen werden, den Briten auf die Schnauze geben, ne, Land beschlagnahmen. Ah ja, 40.000 Mann, aber zum Glück ohne General. So, wir sind wieder bei 50%, damit bin ich da auch zufrieden. Die sind jetzt aktuell ein bisschen unzufrieden, die sollen sich nicht so haben, die kriegen sich bestimmt irgendwann wieder ein. So, Dänemark ist jetzt natürlich geschwächt, dadurch, dass sie Schweden verloren haben. Und Schweden ist ja eigentlich ein großer Boy. Ich bin mit denen verbündet, das ist gut. Sowieso generell einige Verbündete jetzt. So. Ja, dann können wir uns eigentlich mal wieder um Brandenburg kümmern, wa? Ah, okay, wir haben noch eine Waffenruhe mit denen. Aber wir könnten Gebiete entwickeln. Das könnten wir wirklich machen. Schau mal ganz kurz. Ah. 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 10. So, 10, 10, 10. Das natürlich auch. 10, 10 und 10. Und dann können wir noch gucken, wo wir irgendwas bauen können bei unseren ganzen Boys hier. Das ist übrigens alles Magdeburg, was wir jetzt gerade upgraden. Ach Gott. Also, was habe ich denn da? Da habe ich wirklich gar nichts entwickelt bei denen, oder was? Ei, ei, ei. So.
Jetzt haben wir einmal alle hier schön gepusht. Bauen wir nochmal schön hier die Dinger. Ah ja, Handel auch nochmal verstärken. Ich meine, ich habe ja wirklich genug Gold in der Zwischenzeit. Rekrutenreserve schön hoch battlen. Na schau, wir können gar nichts mehr bauen, Tatsache. Hab alle Baumöglichkeiten ausgeschöpft aktuell. Alles schön entwickelt. Hab euch quasi hier geholfen, sofern ich nur konnte. Bei Söldnern kann man nicht drillen, ne? Ne, wäre auch zu strong gewesen. Eine freie Kompanie ohne Anführer. Werde ich jemals in der Lage sein, meine Rekrutenreserve voll zu kriegen? Ich weiß es nicht. So traurig das auch ist. Ich meine, wir könnten natürlich... Wie würde uns das eigentlich bringen? Das hier. 6500 Rekrutenreserve. Nicer Shit. Nicer Shit, aber... wir lassen es mal sein. Ah ja, stimmt. Die Boys sind auf alle Fälle jetzt nochmal Geschichte. Die Mecklenburgis. 1565 in 3 Jahren. Also wir müssen jetzt quasi 3 Jahre die Füße stillhalten. Aber bis dahin sollte auch das koalitionstechnische Gedöns sich wieder entspannt haben. Kriegt ihr das selber hin hier in Hessen? Wo sind eigentlich meine hessischen Boys? Wo sind meine hessischen Boys? Ah, jetzt rekrutieren. Die hatten keine Truppen. Bin ich jetzt gerade flachsen? Leute, ihr zahlt für keinen Unterhalt gar nichts, ne? Ihr habt Geld, ihr habt 6 Gold auf Lager. Haben Schulden gehabt. Noch irgendjemand mit Schulden? Ja, Tatsache. Diese ganzen Ochsen, Alter. 484, okay. Oh! Alter. Ah ja, schau. Man bezahlt die Schulden und zack, bumm, neue Truppen. Sehr schön. Aber trotzdem, Alter. Wie kann man denn 1300 Schulden haben? Die machen doch gar nichts. Woher haben die so viel Schulden? Die haben 0,55 Einnahmen. Wir haben Feiglinge in der Armee. Alter, ihr wollt mich doch verarschen, oder? Jawohl, also irgendwie so nach Motto, was kann alles schief laufen? Okay, Magdeburgs Einnahmen sind noch höher gestiegen, obwohl sie neue Truppen rekrutiert haben. Da ist nicht wieder jemand Schulden macht, weil sonst raste ich aus, Alter. Ja, mit den Flotten, das war auch immer eine gute Idee, die hat ja leider nicht so richtig funktioniert. Ja, wir könnten natürlich, also können wir wirklich eigentlich mal ein paar Schiffe rekrutieren. Wir haben ein Flottenlimit von 25. Das Problem ist, die dänische Flotte, keine Ahnung, ob wir die jemals besiegen können. Das ist eine andere Geschichte. Ich mag keine Staatsehe mit Luxemburg. Es blockiert Portugal meine Häfen. Portugal blockiert meine Häfen. Warum? Woher? Was ist der... Ah, wir sollten unbedingt gucken, dass der Adel uns mag, war. Sehe ich gerade. Grundsteuer, Rekrutenreserve. Ah, wir machen die Grund... Wir lassen mal Rekrutenreserve jetzt. Keine Ahnung, ob das klappt. Ach so, das bringt uns auch 15% Regeneration Rekrutenreserve. Aha, wie viele Jahre haben wir Zeit? 15, 4, 20 Jahre haben wir Zeit, okay. Quasi 20 Jahre keine Truppen rekrutieren. Macht ihr das hier selber oder? Ne, machen sie nicht. Ey, die gehen mir auch auf den Sack, Alter. Dass sie ja wirklich gar nichts alleine machen, dass wirklich mit allem helfen muss. Nett, dass ihr wenigstens mit reinkommt dann in dem Fall. Wirklich sehr zu grüßen. Dankeschön. So, pass auf, ich gehe nach Hause. Ja, ja, neue Zölle ist immer gut. Wie viele Truppen haben wir jetzt aktuell eigentlich mit hier Vasallen? 23, 35, 56, 61, ja, um die 80.000 Mann. Tja, Kolonien aktuell 0. 89% Einnahmen durch Vasallen ist bei 55. Ach, Schwerpunkt für alle Vasallen sind. Ach so.
Interesting, interesting. Das Ganze bleibt auch wunderbar hier. Wunderschön, ja, alles super. Das war ein Event und ich habe das Event nicht gesehen, weil es geruckelt hat. Ihr wollt mich doch alle verarschen gerade, oder? Baue ich hier eigentlich gerade Schiffe? Leute, wird hier... Ich meine, ich habe jetzt aktuell 8 Schiffe. Habe jede Menge Schiffe bauen lassen. Baue hier überall Schiffe. Ich weiß nicht, ob die jetzt auch zu mir dann kommen oder nicht. Okay, Verden baut auf alle Fälle einige Schiffe. Und zwar richtig viel Schiffe. Alter, Verden ist richtig serious. Alter Verwalter, ey. Verden ist überhaupt nicht am Chillen, wa? Das ist übrigens 1565, by the way. So, Großbritannien. Von all den Hunden, warum Großbritannien? Warum Venedig? Warum Nassau? Auch hier immer noch Polen-Litauen mit als Bündnis drin. Ah, warte mal, ganz andere Sache. Stimmt. Ich hab doch auch Verbündete. Ihr habt doch selber Verbündete. Ich tue so, als ob ich keine Verbündeten hätte. Warum unterstützt mich Frankreich nicht? Weil es Schisser sind. Schweden? Schisser. Moskau? Schisser. Aber Savoyen wird mich unterstützen. Die haben auch einiges an Truppen. Und mein Vasallenschwarm würde sicherlich auch einiges hinkriegen. Aber Großbritannien tut weh. Ich würde sagen, ihr kriegt's Wismar. Wäre halt ein riskanter Krieg, ne? Großbritannien ist das Problem, die müssten mit ihren Schiffen rübersegeln. Beide haben einfach nur wegen meiner Reputation. Frankreich ist das Problem, dass die richtig am Arsch sind mit den Briten. Man müsste einmal Krieg gegen Britannien führen. Weil Britannien ist aktuell sogar in einem Krieg. Ich kann da leider nichts erobern. Großbritannien ist in einem Krieg aktuell gegen Lipan, Parvenay und achso, das ist irgendein so britischer, also kein Brit, Dings, Koloniekrieg. Aber was will ich sonst machen? Ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendeine Wahl hätte. Ich muss bauen hier. Einnahmen erhöhen. Truppenstärken erhöhen, Rekrutenreserven erhöhen, alles was in irgendeiner Art und Weise unseren Untertanen hilft, wird gemacht. Ich für meinen Teil mal einfach gar nichts. Jetzt haben wir hier 26.000. Aber warum? Wir haben sogar minus 5,7 Stabilitätsdingens. Trotzdem gehen die mir auf den Sack. Ja, das ist der Adel. Da bist du doch gar nicht illoyal. Jetzt krass, wie viele Schiffe einfach Vollgas rekrutiert. Was ist mit Mag? Weil wir jetzt gerade verarschen? Geil. Magdeburg ist einfach insolvent gegangen. Magdeburg ist einfach insolvent gegangen. Wir haben das gemacht. Geil. Alter, der wollte mir doch flachsen, Alter. Magdeburg, bitte. Bitte. Wirklich. Ohne Witz. Seid mir nicht böse. Magdeburg. Bitte tut mir den Gefallen. Stell dich nicht so blöd an, okay? Kann das echt nicht brauchen gerade. So ein Geschmarre da. Boah, das ist übrigens dumm gewesen, was ich gemacht habe. Den sollte ich entlassen. Sollte ich bei den anderen einstellen. So ein, den da zum Beispiel. Oberhessen. Kurz meine Boys hinschicken nach Oberhessen. Berater, Berater. Pass auf, du gehst raus für Moraltypen. Weil, ja, das will ich mit dem anderen Boy doch gar nicht. So, wichtig hier in dem Fall ist einfach nur, dass wir nicht unsere Hauptarmee nutzen. Dass wir eben unsere Rekrutenreserve hier nicht ans Limit kriegen. So, jetzt haben die wieder 9000 Mann aufs Feld geschickt. Pass auf, hinschauen. Wir haben plus 10. Hä, wie sind die denn insolvent gegangen? Wie können die insolvent gehen, wenn die 10 Einkommen haben? Ich verstehe es nicht. Ich bin einfach zu blöd, kann auch sein.
habe ich mir extra eine Landnation gemacht, damit die sich nicht dumm anstellen. Die stellen sich trotzdem dumm an. 9 Einnahmen. Die haben 9 Einnahmen. Was haben die gemacht? Dass die sich so blöd anstellen. 19.000 Mann in Verden. Sogar Verden hat 19.000 Mann in der Zwischenzeit. Verden, die Nation, die mir richtig auf die Eier gegangen ist den ganzen Tag, hat einfach 19.000 Mann. So, AI, sehr gut. Hat sich wieder sehr erholt bei den meisten Regionen. Jawohl, das haben wir auch erfüllt. Sehr gut, das heißt, wir können jetzt hier richtig Truppen rekrutieren. Also können wir nicht, weil wir müssen jetzt erst abwarten, bis hier der Aufstand geschehen ist. Diplomatische Reputation plus 1, ein General ist gestorben. Was? Oh, das ist mal ein edler General. Mal fürs Protokoll. So, 26.000, die werden sich jetzt gleich mit meinen Söldnern kloppen, können sie gerne machen. Wie schaut es denn hier aus? Plus 15 nur noch, sehr schön. Dann ballern wir mal überall die nächste Tech-Stufe rein und hauen hier, wie ich schon angekündigt habe, die Handelsideen. Wäre natürlich auch nice hier, können wir uns später noch drum kümmern. Ich würde sagen, machen die Admin-Ideen. Einfach, weil es die Söldner einfach so krass boostet. 1, 2... Oder fast die komplette Dings konnte man fast freischalten. Geil. Ah, schön. Tirico, Tika, kleine Gas. Lass mal alles, wie es ist. So, sehr schön. Perfekt. So, Magdeburg. Ah, nee, das wollte ich gar nicht. Das hier wollte ich machen. Mal ein bisschen die Gebiete weiter ausbauen, weil Magdeburg soll jetzt hier quasi mein Powerzentrum werden. Und ich habe jetzt genug Punkte vor dem anderen Geschmarre, das heißt, ich kann jetzt auch hier einfach hier mit rein investieren. So. Perfekt. Können wir irgendwas bauen. Schon mal dabei sind. 1, 2, 3. Ah, Flotte steht hier, ne? Mal mehr Truppen hier bei den Boys. Ja, Festungsstufe 4. Wird auch nicht jedem passen, machen wir trotzdem mit. So. Jetzt schauen wir mal kurz. Unsere Einnahmen natürlich auch wieder dementsprechend gestiegen, logischerweise natürlich. Das sind natürlich jetzt die anderen Rebellen. Die haben aber sehr schnell auf die Schnauze bekommen. Was wollte ich denn jetzt eigentlich gucken? Ah ja, genau. Magdeburg. Ach, mal keine Schulden. 11 Einnahmen. Oh, wir haben Stabilität verloren. Ich kann kurz. Ich wieder alle Punkte verloren hier, ey. Komm, hau mal alles auf 0 runter. Scheiß drauf. Sollte die Boys sicherlich auch freuen hier. So, jetzt haben wir auf alle Fälle genug Truppen. Was wir jetzt machen ist einmal 5, 4, 4. Wir rekrutieren einfach mal unser komplettes Truppenlimit voll. Und wir rekrutieren auch, wie wir hier sehen, scheinbar aus wirklich allen Regionen, auch unserer Vasallen. Steuereinnahmen minus 10%, das ist jetzt nicht so schlimm. Eisenimporte. Jawohl. Ja, meine komplette, schön mühsam angehäufte Macht ist jetzt auch wieder in den Keller gegangen in der Zwischenzeit. Wir bringen das jetzt wieder auf den gleichen Nenner aktuell. Was jetzt eben auch cool ist, dass wir natürlich dann deutlich bessere Söldner haben. Die haben natürlich deutlich mehr Reserven. 34.000 Mann. Ah, hier ist auch mal eine größere jetzt. 900. 501. Naja, langsam aber sicher kommen wir an die etwas besseren Epochen. So, 16.000 Mann haben wir jetzt hier. Da fehlen aber noch jede Menge, Leute. Macht mal hin mit dem Rekrutieren. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit jetzt. Berater ist gestorben. Einnahmen sind ja immer noch ganz stabil. Ah, Unruhe global minus 2. Minus 20. Missionarstärke. Plus 19 immer noch. Handel wird auch langsam besser. Gespannt, wer da als nächstes herrschen wird. So, wir verlieren 50 militärische Macht oder 10 Prestige. Dann nehmen wir in dem Fall die 10 Prestige. Wer ist eigentlich auf Platz 1 in der Weltrangliste? Wo bin ich denn da? Ah, ich bin auf Platz 3. Aha, schau an. Österreich ist eine Weltmacht geworden. Na, herzlichen Glückwunsch. Alter, meine armen französischen Verbündeten. Nur Savoyen würde uns unterstützen. Schweden vielleicht? Ich will kurz gucken, wie es mit den Schweden. Die lieben uns ja. Pass auf, Kriegsvorbereitung. Aber ich glaube, das wird nicht reichen. Könnte auch einfach direkt Dänemark angreifen. Ah, da würden sie mir alle helfen. Dann machen wir es so, dann greifen wir einfach Dänemark an. Eroberung von Holstein im Auftrag von Tittmarschen. Schauen wir mal, oder?
was es gibt. Ich habe keine Ahnung. Oh, das ist ein sehr guter General. Ich hatte Leute noch nie so einen guten Admiral. Naja, wir sind das erste Mal. Kurz da drüben mithelfen gleich. Jawohl, sehr schön. Direkt mal eine Schlacht gewonnen hier auf dem Meer. Französische Flotte ist natürlich auch mit dabei. So, jetzt hoffe ich mal, dass mich... Ah, das sieht doch schön aus. Oh, geil. Hoffe ich mal, dass meine Vasallen mich nicht wieder blamieren. Fände ich sehr nice. So, das ist mal ein Krieg, wa? Also generell, auch für uns. Hier, Dänemark, Polen-Litauen. Polen-Litauen ist sehr, sehr groß. Wir werden auf alle Fälle gucken, dass wir Polen-Litauen ein bisschen verkleinern können. An der Stelle, dass wir da ein paar Nationen Gebiete zurückgeben an Moskau. Dass wir Schweden ein bisschen was geben vielleicht. Wobei, früher oder später muss natürlich Schweden auch angreifen. Und dann eben durch die Schwächung von Polen-Litauen vielleicht dann wirklich Brandenburg direkt mit einmal schlucken können. Und dann geht es weiter im Süden. Und dann ja, haben wir noch knapp 270 Jahre. 250 Jahre nur noch. Erst 100 Jahre, 130 Jahre sind schon vorbei. Ja, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüssi.